Und da sind wir also wieder bei der Herr der Ringe, die Eroberung im Ringkrieg-Modus und starten diesmal die Minen von Moria. Wir wollen sie also von den Orks zurückerobern, diese Minen. Aber das erklärt euch Elrond jetzt. Und auch im Norden zieht aus den Minen von Moria eine neue Gefahr herauf. Hier hatte vor langer Zeit Gandalf nach tagelangem Kampf den Balrog bezwungen. Und während er seinen Sieg mit dem Leben bezahlte, konnte der Ringträger aus jenen dunklen und tödlichen Hallen fliehen. Nochmal Schwein gehabt. Aber in den Tiefen Morias lauern bis heute Orks und so manch andere Abscheulichkeit. Nun naht die Stunde, in der die freien Völker Moria zurückerobern müssen. Und Gimli, der Zwerg, wird sie anführen. Aber sie müssen wachsam sein. Denn auf Schritt und Tritt öffnen sich tiefe Abgründe. Und Gandalf befürchtet, dass ein neues Übel die alten Hallen in Besitz genommen hat. Das finde ich jetzt wiederum etwas seltsam. Das kommt nicht im Film vor. Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht, ob es im Buch vorkommt. Ich muss gestehen, ich habe das Buch nicht gelesen. Obwohl ich eigentlich recht viel lese. Schnell, zu Balins Grab! Gimli wartet dort auf uns! Wer Buch oder Film gelesen bzw. angeschaut hat, weiß da dann entweder mehr oder genauso viel wie ich. Diesen dunklen Hallen und weiß dann auch, was Balins Grab ist. Ich spüre eine böse Macht. Ja, diese böse Macht spüre ich auch. Ja, könnte an den ganzen Orks hier liegen. Was ich auch, also ich bin hier da nicht, ich bin da nicht im Bilde. Aber war Gimli nicht zu dem Zeitpunkt irgendwie mit den Gefährten unterwegs? Dort sammeln wir uns! Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wenn ich ehrlich bin. Hat euch niemand gesagt, ihr sollt euch beeilen? Ah, warte nie auf einen Elf! Was ich jetzt echt nervig finde, ist, dass der ständig hier reinquatscht. Gimli wartet dort auf uns. So. Jetzt, ich verdurfte jetzt. Vielleicht noch den einen Ork-Krieger. Auf zu Balins Grab! Halt die Schnauze! Oh, jetzt haben wir ihn ausgeschlossen. Wir sitzen in der Falle. Es gibt keinen Weg hinaus. Wir müssen diese Kammer halten. Balins Grab. Sie brechen durch die Türen! Ein Orksoldat. Da kommt ein Höhlentroll! Oh. Ein Höhlentroll. Ja. Wow. Wollen wir das Held spielen? Ja klar wollen wir. Gibli. Okay. Was hatten wir? Kampfaxt, Sprengfeuerbombe. Und die ganzen normalen. Das sind Krieger, also okay. Ein wütender Zwerg ist ein tödlicher Gegner. Autsch. Haltet ich mag den Troll jetzt Sie schon nicht. Über die Treppe. Jetzt mag ich ihn schon ein bisschen mehr. Wow, noch ein Troll. Da ging doch irgendwie so genau das ging. Aua, einmal die Nase gesteckt und schon ist der Troll tot. Da haben wir ein paar Bogenschützen rumstehen. Und jetzt geht hier einfach nur sterben. Au, ihr sollt sterben gehen. Oh, ist es so au, schwer zu begreifen, dass die einfach sterben gehen sollt. Kommt hier. Leckerli für euch. Ich bin netter zu euch als euer Anführer. Würde mich nicht wundern, wenn sie von Sauron nicht mal so eine kleine Sprengfeuerbombe hier zum Frühstück kriegen. Schlagen. 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 Töten. Und Nahsprit. Orks haben ihren Arsch einfach vorne. Sieht man doch. Der ist da, wo bei anderen Leuten das Gesicht ist. Wir haben Stand gehalten. Naja, nicht ganz. Wir haben sie eigentlich sogar zurückgetrieben. Was soll's. Okay, wir sollen über die Treppe nach draußen. Ach, das nennt ihr Stand gehalten? Ich glaube, das hier ist der Brunnen, in dem ehemals der Totenkopf reingefallen ist und wegen dem die Vampire in der Kammer entdeckt wurden. Also, ja, das muss eigentlich sein, sogar. Ach, egal. Die Kammer ist ja eh nicht mehr unser Ziel. Also, ab geht's.
aber da hinten ist noch ein Bogenschütze. Verpiss dich doch einfach nur. Bogenschützen nerven. Oh, weißt du, was noch mehr nervt? Krieger. Ist dir das noch mehr nervt? Irgendjemanden unnötigerweise hier schicken. Ich könnte ja einfach die Sade wegräumen. Überspringen kann man da ja leider nicht. Die Trolle kommen aus dem Käfig. Wow, zwei Trolle. Und da drüben kommen Bogenschützen auf mich. Klasse. Also gut. Einfach mal eine Axt anzünden und. Ho. Schließ den Käfig mit dem Hebel. Ah, was? Wie? Was? Aua! Hat mir das Bein abgebissen? Gimli wurde besiegt. Ja. Dann mache ich. Da war. Hat der doch irgendwas mit Hebel gesagt? Ja, ja, genau. Dann mache ich mich einfach jetzt mit dem Typen hier unsichtbar. Und mach das dann zu. Das müsste doch dann eigentlich gehen. Die Trolle sind keine Gefahr mehr. Ja. Besetz die Brücke von Khazad Dûm. Von dort stoßen wir weiter und vor. Jetzt versuche ich mal wieder hier auf den Rücken von einem. Genau, der ist fix tot. Das. Ui, wie geil. Das Viech ist auch weiter, tot. Wenn wir diese Brücke halten. Nein, noch ein Viech. Hau! Ich hasse Trolle. Bogenschütze. Dann mache ich jetzt einen auf Bogenschützen. Wo bin ich gerade? Ach, da bin ich. Okay, dann müsste ich doch darüber snipen können. Nee, kann ich auch. Wenn du nicht dein blödes Schild machen würdest, wärst du schon längst tot. Egal. Weiter geht's. Ich meine immer, dass da die Rennentaste ist. Wir dürfen nicht verweilen. Wir müssen die Brücke stirb. Von Khazad Dûm nehmen. Komm schon. Du wirst sterben. Yes. Und jetzt müssen wir die Brücke von Khazad Dûm nehmen. Die kommt mir doch auch irgendwoher bekannt vor. Das kommt mir langsam auch bekannt vor. Ja, genau das meine ich. Lasst mich doch einfach mal in Ruhe. Komm, heil mich mal. Ja, genau. Wortbogenschützen sind hier sehr unbeliebt. Ich hab Jungs, kann ich nur raten, dass ich euren Job, eure Arbeitgeber und ihr Seite sein. Die Brücke nehmen. Werde ich höchstpersönlich dafür sorgen. Hä? Wie ging das jetzt? Ja, Wunden, kein Wunder, hat mich abgeschossen. Krieger, komm. Ah, diesmal nicht das erste AG drücken, obwohl ich glaube, da würde ich genau nur meinen Schritt ansetzen. Ah, aber ich kann ja schon mal hier mit der Axt praktisch ausholen. Ja. Wir können erst weiter, wenn wir diese Brücke halten. Bist du eigentlich gemein oder bist du immer so? Also langsam kommt mir das Ding echt bekannt vor. Okay, Zauberer. Ich glaube, ich nenne den Part, wie man das Ding nicht machen sollte. Obwohl, ich schlag mich doch gar nicht so schlecht. Nur sterbe ich halt viel zu oft. Wir müssen die Brücke nehmen. Ah, und jetzt sagt ich immer noch, ich will Bogenschütze. Oh, schade. Wäre ja auch zu schön gewesen, nur einmal eine Fähigkeit fertig ausführen. Könnte. Komm, einmal hier heilen. Der Typ ist, glaube ich, bald tot. Aber ich kann ihn im Moment noch nicht heilen. Jetzt ist er tot. Shit. Jetzt könnte ich mir heilen. Sterb. Wir dürfen nicht verweilen. Jetzt einmal hier Blitz aufladen und zack. So, das sieht, jetzt sieht es schon ein bisschen besser aus.
Ich vergesse, was ich gesagt habe. Obwohl, so schlecht sieht es auch gar nicht aus. Ich stelle mich einfach mit den Flammen an, dann ist das kein Problem. Ach, du brauchst schon Heilung. Yes. Die Brücke von Khazad Dûm gehört uns. Stoße zu Gandalf vor. Wow, jetzt hier einfach einmal nach vorne rennen. Und ich höre ein Brüllen, ein Grunzen. Gandalf erwartet uns in der ersten Kammer. Wir müssen zu ihm. Da lang. Da steht Gandalf, einsam und allein. Der Schatten wird dir nichts nützen. Das war knapp. Ihr habt Moria getrotzt und euren Mut nicht mit dem Leben bezahlt. Nur so 5-6 Mal, aber erzähl's keinem weiter. Die Kreatur aus den Tiefen erwacht zum Leben. Wir müssen dem Balrog standhalten. Oder wir sind alle verloren. Juhu, zum zweiten Mal als Gandalf. Unseren letzten Helden haben wir verfeuert. Der anbrandenden Flut. Den Troll. Mal gucken. Balrog. Lauft ihr Narren. Eure Schwerter nützen hier nichts. Herr Balrog. Ich finde es sehr schön, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, hierher zu kommen. Wir hatten eigentlich auch vor, Ihnen zu Ehren irgendein Parkett zu schmeißen. Aber nur, wenn Sie uns vorher nicht töten. Der kann Feuer spucken? Zurück macht in die Dunkelheit, Flamme von Udo. Orkspeer. Nee, komm. Orkspeer kann ich ja schon mal gar nicht erfahren. Ja! Geh, Mittelerde sterben. Der wird nicht länger unter deinem Zorn leiden. Juhu! Ah, mir ist ein guter Name für den Part eingefallen. Sehr schön. Und wir sehen den Balrog gleich nochmal sterben, weil es so schön war. Und Elrond erzählt wieder. Endlich ist der Balrog von Morgoth besiegt und in die bodenlosen Tiefen Morias zurückgekehrt. Die Zwerge haben ihre angestammte Heimat wieder in Besitz genommen. Und die Kreaturen der Dunkelheit fliehen vor unserem Zorn. Also ein Happy Doch End. Doch Befreier Morias wagen es nicht zu verweilen. Oh, warum denn nun nicht? Entsendet der dunkle Herrscher Sauron seine Armeen, ach, deswegen, um die freien Völker Mittelerdes in die Dunkelheit zu stürzen. Jo, mit Osgiliath geht's also das nächste Mal weiter. Tschüss.